Jo Leute, was geht? Neues Elden Ring Video und heute geht es darum, die zweite oder wie mir gesagt wurde, beste Asche neben der Imitator-Asche zu testen. Und dafür habe ich mir gedacht, wäre es auch super, wenn wir einmal schauen, wo ihr die Klangperlen findet, damit ihr euch Geisterlinien kaufen könnt. Weil ich habe im letzten Video gemerkt, es ist ultra nervig, Geisterlilien zu sammeln. Die sind an ganz komischen Orten, wo man ganz komisch erst hinkommen muss. Deswegen holen wir jetzt einmal die drei Klangperlen für alle Geisterlilien 1 bis 9. So, und die erste ist in Nokron. Nach Nokron kommt ihr, nachdem ihr Radahn besiegt habt. Also, ihr geht Radahn besiegen, dann fällt ihr im Meteor runter. Und hier irgendwo ist der Eingang zu Nokron. So. Da ist es schon. Also wenn es so hier aussieht im Nebelwald, dann ist gut. Weil dann habt ihr Radar besiegt und dann geht es runter nach Nokron. Ich laufe jetzt einmal runter bis zur nächsten Gnade und dann sehen wir uns. Dann zeige ich euch den Weg zu der ersten Klangperle. So Leute, da sind wir in Nokron, die ewige Stadt. Ich habe schon markiert, wo die Klangperle ist. Also die findet ihr hier. Bis dahin laufe ich jetzt noch. Da hinten ist auch schon markiert. Und dann könnt ihr mir einfach von hier aus folgen. Also man läuft ja einfach die ganzen Dächer entlang. Alles eigentlich straightforward. Also hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Nicht so viel zu sehen. Ist sehr schlauchartig in Nokron. Wie ich finde. Gegner könnt ihr natürlich besiegen. Ihr kennt mich. Ich bin jemand, der gerne durchläuft. Das nicht alle Gegner zu besiegen. Ey, gibt das. Und, ja, da vorne ist es schon. Jetzt hier weiter. Hier rein. Und dann wahrscheinlich hier runter, würde ich mal sagen. Mal kurz gucken, was hier ist. Da liegt noch was. Bei mir ist auch schon lange her, dass ich hier mal in Nokron war. Und ich bin hier auch nur einem anderen Spieler hinterhergerannt wie ein Irrer. Deswegen gibt es auch hier ganz viel, was ich noch gar nicht weiß. Deswegen ist es für mich auch immer spannend, nochmal hier lang zu gehen und alles einzusammeln. Aber ich glaube, wenn es was Wichtiges wäre, wüsste ich es. Bin mir gar nicht sicher, ob man die Imitator-Tasche. Was ist das hier? Oh, Geisterlilie 3. Sehr gut, die habe ich gebraucht. Hier ist eine Gnade. Chill mal. Also die Gnade heißt übrigens. Ach man, ich hasse es, dass man die Karte nicht rufen kann. Naja, egal. Zeige ich euch gleich. Nokron, die ewige Stadt. Und dann könnte es sein, dass das hier die. Ah, da ist sie doch. Klangperle der Geisterlinie. Des Geisterlinienpflückers. Wop. Haben wir die schon mal. So, hier gehen wir irgendwann mal weiter, keine Ahnung. Jetzt geht's zur zweiten Geisterlilie. Ging eigentlich ganz schnell hier runterlaufen, 5 Minuten seid ihr da. Also Leute, die nächste Klangperle finden wir in Noxtella. Ich habe witzigerweise Noxtella, die einzige Karte, die werde ich mir jetzt in dem Zuge auch direkt mal holen, noch nicht freigeschaltet. Und da gibt es zwei Wege dahin zu kommen. Entweder ihr macht die Rani-Quest-Reihe und kommt hier hin. Oder es gibt einen Teleporter in Tiefen von Tiefort und zwar hier. Und da habe ich euch ja letztens, im letzten Video, verlinke ich euch mal hier oben, gezeigt, wie ihr da ganz früh hinkommt. Also schon bevor ihr Lane Dell Boss gemacht habt. Dann kommt ihr hier zur Wurzelklippe, könnt ihr rüber, habe ich euch alles gezeigt, könnt ihr hier rüber. Und dann könnt ihr auch schon die zweite Klangperle holen und euch dann die Geisterlinien 4 bis 6 kaufen. Deswegen mache ich das auch so. Ich habe jetzt keine Lust, die Rani-Quest komplett zu machen. Deswegen laufe ich da von hier aus hin. Wir sehen uns am Waygate, also am Teleporter. Direkt am Teleporter übrigens gibt es anscheinend eine Gnade. Die habe ich direkt mal mitgenommen. Das wusste ich auch nicht. Und dann soll jetzt hier irgendwo ein Teleporter sein. Also ist irgendwo ein Teleporter. Den ganzen Scheiß hier noch ein. Goldene Runen, goldene Rune. Oh, goldene Rune. Hier sind schön Free Huhn.
Und ich denke mal, das Ding hier wird der Teleporter sein, oder? Ja, in Sarg rasten. Also dann geht ihr in den Sarg. Und dann werdet ihr nach Noxtella gebracht. Ich weiß nicht ganz genau wo, werden wir jetzt sehen. Hauptarm der Einzel. Aha. Oh Mann, wir müssen weit laufen, weil die Klangperle ist hier unten. Ich versuche in dem Zuge auch die Karte aufzudecken, dann kann ich es euch ganz genau sagen. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Karte habe. Oder da bin. Ich glaube, ich habe die Karte gefunden. Hier ist der Verkäufer. Und hier ist die Karte. Gott sei Dank. Karte gefunden. Also genau hier am Ende ist die Karte. Wir sind gestartet. Hier oben. Dann lauft ihr einfach die ganze geradeaus. Rechts vorbei. Dann nach links. Und dann ist hier die Karte. Und den. Die Klangperle. Jetzt kann ich es euch ganz genau zeigen. Finden wir hier. Das heißt, wir gehen den Weg hier nochmal zu. Rück. Ich weiß nicht, ob das geht, weil da ging es ja hoch. Ah, dann würde ich sagen, gehe ich hier einmal rechts rum. Da war ich auch noch nicht. Und dann geht es hier oben rein. Also bis gleich. Ah, hier sind wir. Scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall müssen wir von der anderen Seite kommen. Also wir müssen gleich nochmal zurückporten. Und dann hier rechts rum. Weil hier, wo ich bin, unten in diesem Becken, hier ist ein Boss. Also hier kommt jetzt ein Boss hoch. Den könnt ihr auch machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Weg zur Klangperle gehe. Nochmal ganz kurz, wenn ihr den Boss hier besiegt, dann gibt es eine große Geisterlilie, womit ihr eine Asche auf plus 10 machen könnt. Also merkt euch den Weg, den ich gerade gegangen bin. Also wenn ihr oben ankommt. Geradeaus, rechts, links, rechts und dann seid ihr hier und da gibt es den Boss. Und wenn ihr den Boss besiegt, geht eine Tür auf und dann kriegt ihr eine große Geisterlilie. Aber jetzt wirklich ab zur Klangperle. So, ich bin in Noxtella angekommen und hier gibt es direkt eine Gnade. Und die Klangperle sollte irgendwo hier in dem Gebäude sein. Gehen wir mal zusammen jetzt hin, würde ich sagen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo die ist. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen suchen. Vielleicht ist sie ja hier in der Kiste. Ist auf jeden Fall lila. Ne, Ameisenschädelplatte. Spannend. Und nochmal ein Stückchen weiter hoch. Ach du Scheiße, nicht gut genug. Okay, die killen sich irgendwie gegenseitig, das Gefühl. So. Ich glaube, hier ist richtig, Leute. Ist gar nicht so schwierig, der Weg. Hier ist sie bestimmt drin. Ja, lila. Und da, Klangperle der Geist, des Geisterlilienpflückers. Perfekt. Haben wir die auch. Also, der Weg war ein bisschen kompliziert. Also, ihr müsst Finsterwurz den Teleporter nehmen mit dem Grabstein. Dann kommt hier an. Dann geht ihr rechts, wieder rechts. Und dann ist hier nochmal eine Gnade. Und dann links hoch ins Haus. Da ist die Klangperle 2. Für die große Geisterlilie, womit ihr eine Asche auf plus 10 machen könnt, müsst ihr hier unten hin. Wie gesagt, hier links und dann rechts rum und den Endgegner besiegen, der übrigens sehr, sehr easy ist. So, und jetzt geht's zu Klangperle Nummer 3. Die dritte Klangperle gibt es zum Glück nicht in Noxtella oder Nokron oder so, sondern ganz einfach im Haligtree.
So, für alle, die nicht wissen, wie sie zum Holic Tree kommen, habe ich dazu ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ich erkläre es euch im Kurzdurchlauf. Wir müssen natürlich Lane Dell besiegt haben und Zugang haben hier zu dem Eisgebiet. Und dann den großen Aufzug von Rold nehmen, allerdings den geheimen Weg. Und den geheimen Weg schaltet ihr frei, indem ihr zwei Hälften einer Medaille euch besorgt. Da kann ich euch aber jetzt gerade nicht auswendig hundertprozentig sagen, wo ihr die findet. Ich gucke mal, ob ich ein Video dazu gemacht habe und verlinke euch das hier oben. Wir müssen aber jetzt zum Halig Tree. Und da gehen wir am besten. Ich würde sagen, Halligbaumwurzeln, weil die soll hier sein, ungefähr die Klangperle. Also schaue ich mal. Also Leute, von Halligbaumwurzeln ist gar nicht so schlecht, weil dann könnt ihr ein Stück zurückgehen. Nehmt hier den Aufzug. Müsst hier oben natürlich aufpassen auf die Gegner. Hier sind diese doofen Ameisenviecher. Aua, aua. Man geht hier wieder raus und dann links rum. Und die kleinen Viecher könnt ihr alle im Prinzip... Nein! Oh, fast runtergefallen. Im Prinzip alle ignorieren. Von mir aus auch die großen. Ist im Prinzip egal, weil da vorne ist schon die Klangperle. Wenn ihr so einer seid wie ich, der einfach nur durchrennt und sich die Sachen schnappen will, dann einfach durchrennen. Nein, das war's nicht. Dann ist sie hier unten irgendwo. Da ist sie bestimmt. Ja, hier ist die Klangperle. Ja gut, wenn ich jetzt hier sterbe, egal. 600.000 RIP. Da war Klangperle Nummer 3. Und jetzt gehen wir zur Twin Maiden, kaufen die Geisterlilien, upgraden Tische, das, wieso ich überhaupt hier bin, das alles mache und sehen uns dann gleich wieder. So, Tische ist auf plus 10 und letztes Mal haben wir den Kriegsmerker gegen Drachen antreten lassen, das mache ich diesmal wieder auch, das mache ich diesmal wieder. So, Tische, dann zeig mal, was du kannst gegen den Drachen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Lebensanzeige von Tiche sieht man auch. Boah. Oh boah, was macht der denn für Schaden? Was ist das für Schaden? Der hat einen Angriff gemacht. Der Gegner, what? 2000 Schaden? Okay, Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen baff. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Der ist echt gut. Ich muss euch gleich noch zeigen, wo er den bekommt. Für die, die den haben wollen. Wie sieht es mit seinem Leben aus? Leben ist noch gut bei ihm. Ich bin mal gespannt, ob er den alleine gekillt kriegt. Das zieht Feuer ab. Geht eigentlich 400. Ist okay. Oh, da war, ist er jetzt gestunt. Okay. Ist nicht schwierig, er hat kein Schild. Aber der macht ja mal brutalen Schaden, dieser Flamme. Aber mal ganz chillig 1000 Schaden. Und nochmal. Nochmal chillige 1000 Schaden. Und mir wurde gesagt, dass dieser Schaden nicht geheilt werden kann von Gegnern. Okay. Machen wir den mal kurz weg. Ey. Ich bin noch gar nicht. Ey, ich kämpfe doch gar nicht gegen dich. Der kommt mal kurz weg. Und jetzt. Machen wir kurz einen Restart und dann das gleiche nochmal mit der Mimik, damit wir genau wissenschaftlich analysieren, welche Asche jetzt besser ist. Aber da war ich hier gerade schon echt beeindruckt, muss ich echt sagen. Also mal eben so ein Tausender Schaden. Gut, die ist jetzt plus 10. Plus 10 ist natürlich schwierig zu bekommen, relativ. Aber schon gut. So, jetzt mal gucken, was die Imitator-Asche. Ich finde, bei Imitator-Asche hast du halt immer den Vorteil, du kannst dir richtig krasse Waffen und so geben. Also auch Sachen, die du vielleicht nicht so gut benutzen kannst. Wie die Waffe, die ich jetzt benutze. Und die richtig Schaden reinhaut. Und auch mehrere Waffen. Ein geiles Schild, geile Rüstung und so. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Und der hat auch mehr Leben. Also Tisch hat auf jeden Fall weniger Leben als die Imitator-Asche.
Greifst du auch an oder machst du nichts? Komm, jetzt lass mich nicht im Stich. Er läuft. Ja, mit meiner Waffe macht er halt mit einem Schlag 400 und der hat halt die, der kann halt diese geilen Attacken machen. Wenn er dem das Flammennachtschwert gibt, da macht er halt auch diesen Strahl und so, oder ihr könnt den als Magier equippen. Also seid halt einfach nochmal ihr. Das finde ich schon ganz gut. Drache ist zugegebenermaßen auch ein schwerer Gegner, ne? Für jede Asche. Der bewegt sich viel. Schwer zu treffen, vor allem wenn ich weit weg bin. Ah, guck, jetzt macht er die Attacke. Die Attacke ist natürlich auch nice. Ich helfe jetzt mal ein bisschen hier. Ja, das ist das Coole, der macht halt auch meine Attacke. Das ist schon ganz nice. Und da hat er ihn gekillt. Müsst ihr selber wissen. Tiche auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Tiche bekommt ihr, also den Tiche bekommt ihr, wenn ihr schon relativ weit fortgeschritten seid, weil ihr müsst hier in den oberen Bereich kommen. Mit dem Brunnen von der Einsel und dann das Siegelgefängnis des Oberhaupts schaffen. Und dann kriegt ihr Tiche als Asche. Ja, also, sagt mal gern eure Meinung, ob ihr Tiche besser findet, ob ihr Mimik besser findet, welche Asche ihr bevorzugt. Und dann abonniert den Kanal gerne. Ich merke, viele gucken gerne meine Videos, aber abonniert nicht den Kanal kostenlos. Like das Video gerne, kommentiert und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Haut rein.